Herzlich willkommen, liebe NBA-Freunde, und einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch. Heute gibt es in der NBA nur zwei Spiele am frühen amerikanischen Nachmittag wegen dem Super Bowl, der ja heute stattfindet. Und da dürfen wir heute um 20 Uhr sehen die Boston Celtics gegen die Atlanta Hawks und dann noch die Indiana Pacers gegen die Minnesota Timberwolves. Die Spiele schauen wir uns gleich an und reden auch kurz über den aktuellen Tabellenstand und die NBA Trading Deadline. Bis gleich. Oddspedia, the Sports Betting Community. Und ganz ehrlich, die Trading Deadline war doch der absolute Wahnsinn. Aber vorher gehe ich hier mal den Westen durch. Die Suns weiterhin mittlerweile mit gut 4,5 Siegen Vorsprung, Tabellenerster. Golden State, Memphis, die halten sich da wacker. Utah Jazz haben wieder ein bisschen in die Spur gefunden, liegen jetzt immerhin mit 5 Siegen in Folge etwas deutlicher auf der 4, die Mavs mit gestern einer Niederlage. Da haben wir schon einen der Teams, die ordentlich zugeschlagen haben, möchte man meinen, beziehungsweise ihren Superstar abgegeben haben. Ne? Also Kristaps Porzingis ist ein Max-Player, egal wie gut seine Leistung oder wie schwach seine Leistung bei den Mavs war. Und dafür haben sie jetzt Spencer Dinwiddie bekommen und Bertans auf jeden Fall, ein Dreier-Schütze, Big Man, und Spencer Dinwiddie hat vor seiner Verletzung, seinem Kreuzbandriss war es, glaube ich, bei Brooklyn echt gut gespielt, ist ein Spieler, der den Ball viel in den Händen braucht, der eher über die Athletik kommt als übers Shooting. Also die Spieler nicht das Beste für Dallas, aber offensichtlich war das Teamgefüge aufgrund der angespannten Porzingis-Doncic-Nummer sehr im Keller. Und jetzt hat man zumindest zwei Spieler, die vielleicht in die Rotation kommen, vielleicht auch nicht. Bin Dinwiddie vielleicht ein bisschen als Versicherung, falls man es nicht schafft, in der Off-Season Jalen Brunson zu verlängern. Und man hat einfach dann zwei gut tradebare Verträge als einen und tradebaren. Also ich meine, man sieht ja selber, was man für Porzingis bekommen hat. Die Denver Nuggets sind normal geblieben. Timberwolves sehen wir heute, komme ich gleich dazu. Lakers wollten unbedingt eigentlich sich verbessern, aber es gab keinen Trade-Partner. Und was da passiert, auch gerade mit Russell Westbrook, das ist schon hart. Die Portland Trailblazers haben quasi die Flagge gehisst für diese Saison. Aber sie haben immer noch Damian Lillard. Das heißt, wir können auch hier gespannt sein, was in der Offseason passiert, ob er bleiben wird. New Orleans Pelicans haben aufgerüstet, wo es nur geht. Genauso wie die Sacramento Kings, die jetzt mit Sabonis, der hat gestern sein erstes Spiel, glaube ich, für die Kings gemacht, gewonnen haben. Dafür haben sie ja Buddy Hield und Halliburton abgegeben. Ein Rookie, bei dem man sagt, dass der auf jeden Fall All-Star-Niveau hat. Houston mittlerweile mit Dennis Schröder, dafür ohne Daniel Theis. Den, ich weiß gar nicht, ob wir den heute sehen werden im Spiel bei den Celtics. Auf jeden Fall ist er bei Boston. Die Miami Heat ohne großen Trade reingegangen. Chicago Bulls auch gleich geblieben. Cavaliers passt. Bucks haben sich mit Serge Ibaka sehr gut verstärkt. Und dann natürlich der Oberhammer James Harden gegen Ben Simmons. Beide, und gut, die Nets haben dazu noch Seth Curry dazu bekommen und Andre Drummond. Also zwei Spieler, die ihn auf jeden Fall neben Ben Simmons sehr, sehr helfen werden. Und 76ers jetzt mit diesem Super-Tandem Harden und Embiid, und da kann man gespannt sein, wie die einschlagen werden. Toronto Raptors, Wahnsinn. Ich kann mich noch erinnern, wie ich die vor ein paar Monaten als unteres Team eingeschätzt habe, so vielleicht Tabellenplatz 10, wenn es gut läuft, 12, 13, wenn es normal läuft. Die sind jetzt Sechster. VanVleet ist auch ein All-Star. Siakam, der Franchise-Player eigentlich. Also das ist schon echt Hut ab, was die Raptors da machen. Haben jetzt auch Dragic abgegeben. Mal schauen, ob der vielleicht noch bei Dallas endet, gerade ja bei San Antonio. Die Celtics, 7 Siege in Folge, damit das heißeste Team der Liga. Ein Platz vor dem, kälteste Team der Liga, die Brooklyn Nets, 11 Niederlagen in Folge. 11 Niederlagen in Folge. Atlanta hat sich gefangen auf der 10, haben jetzt ein paar Siege geholt, 6 aus den letzten 10, aber das ist natürlich da trotzdem spannend. Die Wizards, Knicks gestern gegen Portland gewonnen, Pacers, die sehen wir. Und das erste Spiel, was dann heute um 8 ist, ist die Boston Celtics, wir haben es gerade gesagt, 7 Siege in Folge gegen die Atlanta Hawks.
Und ich würde mich freuen, wenn wir heute Daniel Theis sehen. Ich finde, dass der davor schon in seinem Aufenthalt in Boston so perfekt gepasst hat in das Team. Mit seinem Hustle, mit seinem Dreier, den er getroffen hat. Es freut mich wirklich sehr. Er hat wohl auch auf ein paar Euro verzichtet, damit der Trade funktionieren kann. Einfach nur, weil er mit seiner Situation in Houston unzufrieden gewesen ist, war er da eher als Mentor auf dem Abstellgleis, nicht in der Rotation. In Boston wird er definitiv auch ordentlich Spielzeit bekommen. Auf der anderen Seite Dennis Schröder weg. Aber da muss man sagen, Dennis Schröder hätte auch nach der Saison einen sehr besser dotierten Vertrag bekommen, hat er nur einen Einjahresvertrag in Boston. Und da weiß Boston einfach schon, dass sie da nicht mitgehen werden. Also holen sie sich lieber dafür für ein paar Jährchen mehr zu einem fairen Vertrag, den Daniel Theis. Die Over-Under haben wir bei 219 Punkten. Das ist relativ interessant. Wir gucken mal ganz kurz auf die letzten Spiele. Da hat Boston eigentlich bis auf Denver nicht die Creme de la Creme besiegt. Vor allem die Nets, muss man ja gerade sagen, das ist ja die letzten Wochen gar nichts mehr gewesen. Und die Hawks, ja, 121 Punkte, 133 Punkte gegen Dallas, ein starkes Defensivteam, wer hätte das gedacht, da war es ein bisschen weniger, aber davor dann auch 114, 115. Normalerweise, gut, und das wissen die Buchmacher natürlich auch, normalerweise würde ich hier auf ein Over gehen, wenn das Spiel zu einem späteren Zeitpunkt wäre. Aber ich sage euch, warum ich, also klar, es fallen meistens wenige Punkte, wenn die Teams komplett aus ihrer Routine raus sind, was halt dann bei einem frühen Nachmittagsspiel Startzeit so ist. Aber ich erwarte trotzdem hier wenig Defense. Amerika ist Super Bowl verrückt und ich habe mal vor ein paar Jahren, fand ich ganz lustig, da glaube ich Al Horford im Trikot der Celtics einen Buzzerbeater getroffen, auch an dem Super Bowl Sunday. Und er wurde gefragt, warum er so einen schwierigen Wurf genommen hat, weil sie waren zwei Punkte hinten. Und da hat er gemeint, naja, er wollte, dass das Spiel aus ist, damit sie alle rechtzeitig zum Super Bowl daheim sind. Also er hatte sich gedacht, entweder verlieren wir das Ding oder wir gewinnen das. Und witzigerweise hat er es tatsächlich gewonnen. Also lustige Randnotiz, zeigt aber auch, dass, glaube ich, kann man natürlich nicht pauschal sagen, aber dass diese NBA-Spieler auch Bock haben, dass die NBA Bock auf den Super Bowl hat. Deshalb gibt es ja heute auch nur zwei Spiele. Dementsprechend, wir erwarten keine Defense, wir erwarten lockeres Hin und Her über 219 Punkte. Ansonsten heiße Celtics gegen normal temperierte Hawks. Das plus 6,5 minus 6,5 ist mir ein bisschen zu heiß. Da würde ich vielleicht dann sogar eher sagen, Celtics win und Timberwolves win für eine Verdopplungsquote. Auch hier kurzes Spiel auf die Quoten für das Asian Handicap. Das ist offensichtlich dann genauso. Wir sehen ja beide Siegesquoten bei 1,4. Man muss sagen, die Pacers hier mit dem Heimspiel über 235 Punkte, das ist mal eine fette Ansage. Weil bei diesem Spiel erwarte ich auch sehr, sehr viele Punkte, weil warum sollten die jetzt großartig Defense spielen? Noch dazu ist Indiana gerade mit seinen Trades, das ist ja nicht nur Sabonis jetzt weg, sondern ja, drei, vier neue Spieler, die sie in die Rotation einbauen dürfen. Darf man gespannt sein. Also hier die Pacers in den letzten Spielen 120 kassiert, 133, dann 98, okay, 115, 119. Ich gehe hier von einem Sieg der Timberwolves aus und aus, auf was ich mich tatsächlich freue, ist Minnesota, weil es gibt drei, vier Teams in der Liga, die habe ich bisher noch bei keinem einzigen Spiel gesehen. Dazu gehört Minnesota, die ja mit Edwards, Karl Anthony Towns, Ginger Russell auch eigentlich ganz attraktive Spieler im Kader haben. Muss man da mal gucken, wie die sich verhalten. Also, mein Tipp ist wirklich langweilig. Ich werde persönlich heute, um ein bisschen Würze vor dem Super Bowl reinzubekommen, eine kleine Verdopplungskombi spielen mit Sieg Timberwolves und Sieg Boston, dann bei Boston overgehen und ich glaube einfach auch nochmal eine ganz futzi Einheit auf Over Pacers gegen Timberwolves, obwohl 235 ein Wort ist, jedoch glaube ich nicht, dass die beide großartig Wert auf Verteidigung legen. Wir sehen uns nächste Woche wieder, dann wieder mit ganz vielen Spielen, übrigens dann auch Champions League, Bundesliga und alles Mögliche.
schnell den Kanal abonnieren, damit du nichts verpasst. Und bis dann. Oddspedia. Das